Hallöchen, willkommen aus der Urlaubsausgabe von Shakes and Fidget. Heute gibt es ein paar Kleinigkeiten. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, heute ein Video zu machen. Deshalb habe ich auch schon hier im Gildenportal gekämpft, sowie im Singleportal. Allerdings habe ich den Kampf hier gespeichert, um ihn euch zu zeigen. Da können wir mal kurz reinschauen. Ah ne, ups, das ist der falsche. Den habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Der kommt jetzt später, so hier den Kampf, und der sah gar nicht mal so schlecht aus. Hier gleich der zweite Schlag, 10 Millionen und nochmal 11 Millionen nachgelegt. Und jetzt der dritte sogar schwächer wie der zweite, also durch die Waffenspanne ist das echt extrem. Aber wie ihr seht, wir haben ihn unter 100 Millionen gehauen, das heißt, wir haben die 50% Marke geknackt und sind jetzt sogar bei 46, also richtig gut haben wir da was abgezogen gehabt. War ein sehr, sehr schöner Kampf heute. Ja, und mit der Waffenspanne ist es ja so, ihr habt ja hier bei eurer Waffe einmal den Durchschnittsschaden dazu stehen, die 1262, und vorne einmal die Spanne, was die ihr von 684 bis 1840 ist, und da kann ja immer der Schaden irgendwo dazwischen liegen. Und jetzt haben wir natürlich keine anderen Waffen, aber wir können mal gucken, haben unsere Begleiter da vielleicht eine kleinere Spanne, aber der Kunigunde. Da ist die Spanne nicht ganz so hoch. Da sehen wir auch, das geht nicht so weit runter. Es geht hier von 700 bis 1700 und wir hatten ja hier von unter 600. Also theoretisch könnten wir mit unserer Waffe, die ja eigentlich einen höheren Durchschnittsschaden hat, also mit von 40, macht sie ja durchschnittlich mehr Schaden, wie die von der Kunigunde hier. Aber wir könnten mitunter sogar weniger Schaden machen, wenn der Schaden halt relativ weit unten angelegt ist, aber natürlich auch weit nach oben mehr, aber durchschnittlich machen wir mit der anderen Waffe 40 mehr Schaden. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. Mit der Spanne ist es so, wenn man gegen sehr starke Gegner kämpft, die man vielleicht nur ein, zwei Mal trifft, vielleicht so gegen Magier, da wäre dann eine Waffe mit extrem großer Reichweite gut. Und dann muss man noch hoffen, dass wenn die Dinger am oberen Ende der Reichweite treffen, dann auch noch kritisch sind, dann kann man da sogar sehr viel stärkere Gegner schnell aus den Latschen hauen, aber natürlich hat es auch den Nachteil im PvP, wenn man zum Beispiel gegen einen Krieger kämpft, den man recht oft trifft und da dann vielleicht auch immer am unteren Ende, dann kann man sogar gegen jemanden verlieren, der eigentlich schwächer ist wie man selber, obwohl jetzt Ausweichen und Blockieren da jetzt denn nicht so die Rolle spielen. Ja, im Klo habe ich heute auch schon was reingeschmissen, wir haben Aura 38 haben wir gekriegt und jetzt noch ein Epic reingehauen. Wie ihr seht, 5 Epics haben wir noch. Das Epic, was rauskam, haben wir dem Marquardt gegeben, da war ein Ausdauersockel drin. Und ich glaube so 60 oder 40 Punkte haben wir jetzt im Durchschnitt auf alles besser bekommen wie vorher. Und müssen auch noch nicht weiter sockeln. Ansonsten, Festung, da ist es spannend geworden. Unsere Akademie ist fertig und wir haben jetzt schon die Edelsteinmine angefangen. Wie ihr seht, habe ich, naja, 1,5 Stunden verpennt. Und ein bisschen zu spät angefangen, aber es ist Urlaub, von daher ist das alles im grünen Bereich. Und unsere Akademie bringt jetzt richtig viel, fast 560.000 pro Stunde an XP. Das sind über 13 Millionen am Tag, die wir da kriegen. Und das Lager, wie ihr hier seht, es gibt ja 6,7 Millionen können wir da einlagern und so viel machen wir pro Stunde. Das heißt, alle 12 Stunden müssen wir jetzt nur noch einmal auf die Akademie klicken. Und nicht mehr so oft. Das ist gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Eine schöne Änderung. Ja, ansonsten seht ihr hier Holz. Lager ist völlig überlaufen. Wir haben jetzt schon ein bisschen am Glücksrad gedreht. Wie ihr seht, die Lucky Coins werden diese Woche definitiv unter 10.000 sinken, weil hier in Polen kriege ich keine Videos. Was schade ist, aber naja, gibt Schlimmeres, zum Beispiel Fußpilz. Von daher ist es völlig in Ordnung. Und können wir mit leben. Dafür haben wir den Vorrat uns mal angesammelt vor Jahrzehnten. Ja, Holz gab es sehr viel, Stein sehr wenig, das heißt, wir können immer noch nicht wirklich auf unser Ziel hinarbeiten, die Ritterhalle auszubauen, dauert noch mindestens 2 Tage, denke ich mal, wenn es so weitergeht, mit den Steinfunden vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und ansonsten, unsere Abwehr wurde sehr oft angegriffen. Mal gucken, hier so fast jede Stunde, dann habe ich hier mal ab und zu das Lager leergeräumt, aber selbst hier nachts noch sehr oft und heute Morgen auch noch ein paar Angriffe. Wir gucken uns mal einfach mal an, was die so erbeutet haben. Hier gab es 50.000 Stein und 500.000 Holz, das ist richtig viel. Mal guckt hier, das ist auch, glaube ich, schon voll gewesen an das Holzlager. Das konnte man nicht mehr lernen und ich kann es ja auch nicht lernen. Wenn ich hier draufklicke, Lager voll, kommt die Meldung und ich soll die Holzfäller heute doch bitte ausbauen. So, dann kam hier ein Stündchen später gleich noch ein Angriff, da sollte es dann nicht ganz so viel gegeben haben. Aber auch immer noch ganz viel, habe ich jetzt schon 80.000 Steine verloren, schief.
Hier kam noch mal einer, also immer so in etwa, seht ihr, die haben meine Lagerbestände jedes Mal halbiert. Nochmal 17.000 Steine. Hier war ich dann, glaube ich, kurz vorher online gewesen und habe dann ein paar Steine mal gesichert. Und hier kam dann wirklich im Minutentakt einer hinterher. Der wird sich bestimmt geärgert haben, wenn er ein bisschen eher angegriffen hätte, hätte er doppelt so viel bekommen. Naja, würde mich mal interessieren, ob der das mit Absicht gemacht hat oder einfach gedacht, ah, okay, warte, ich hatte die Gegner so lange im Ziel und dann gab es nur so wenig und der hat sich geärgert. Bin ich ja mal gespannt, weil sowas ist ja echt auch hart. Ist mir auch schon passiert. Da hilft nur eins, was man machen könnte. Also wenn man hier sich so einen Gegner anzeigen lässt, dann ist der ja so hier immer drin. Und wenn man jetzt hier die ganze Zeit, greife ich so an, greife ich so an, und vielleicht nebenbei noch irgendwo in seiner Excel-Liste rumsucht, einfach mal das Ding wieder zumachen und wieder aufmachen, vielleicht nebenbei noch irgendwo hier mal ein anderes Fenster rumklicken, dann sollte sich das auf jeden Fall hier aktualisieren. Hier würde es richtig viel Beute geben, aber 185er Mauer, da komme ich nicht durch. Naja, blättern wir mal weiter und da gibt's wieder einmal nischt. Ja, nischt, um genau zu sein. So, was haben wir hier? Der nächste Kampf. Denn schon abends, da habe ich glaube ich kurz vorher gerade die Steine abgeholt, also völlig in Ordnung gegangen. Das konnte er sich holen. Hier habe ich noch gepennt, gab es aber nur 7000 Steine. Das ist komisch. Ah nein, ich musste die Nacht irgendwann mal auf Toilette. Ich glaube, da habe ich vorher dann mal die Steine leer geräumt. So, jetzt müssen wir erstmal kurz hier die nächste Quest annehmen. Und welche nehmen wir da? Beide nicht wirklich gut, aber die sind nie besser. Und genau, einen Kampf hatten wir noch. Dann vorhin um 9.38 Uhr. Da gab es auch wieder ganz wenig Steine und ordentlich Holz, was mich eh nicht stört. Von daher ist es eigentlich vorteilhaft, dass jetzt unser Holzlager voll ist. Von daher fühlt sich das hier immer recht schnell und irgendwelche Leute greifen dann einfach mal an. So, Arena-Kämpfe, wie schaut's da aus? Da haben wir alle schon durch, das ist schön für heute. Alu brauche ich noch ein bisschen, also ich habe jetzt immer schon mehr Bier getrunken, einfach mal nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich möglichst lange Quests habe und möglichst wenig Zeitaufwand habe zum Klicken. Und ja, was mir dabei aufgefallen ist, man kann nicht mehr Bier trinken, wenn man irgendwie hier noch, weiß ich nicht, bei 85 Alu ist, dann kann man kein Bier trinken, man muss mindestens 20 Alu verloren haben. Ist mir vorher nie aufgefallen. Bier wird trinken, ist doch schon immer so. Ja, was hatten wir noch Schönes? Genau, einen Kampf hatte ich ja noch hier. Gegen unseren Pet-Habitat, da habe ich mal ein paar Versuche gemacht, einfach mal, um zu gucken, wie man hier so vorankommt. Wenn man mal guckt, ich glaube, ich habe hier nur 3-4 Mal geblockt, aber eher nicht einmal ausgewichen. Und das hat dazu geführt, dass ich den schon hier richtig weit runtergehauen habe. Also wenn ich jetzt noch 3 Mal mehr geblockt hätte, oder 2 Mal, und der jedem Mal gekrittet hätte, könnten wir den Kampf gewinnen. Von daher werde ich jetzt nicht, wie angekündigt, hier bei dem Typen, weil da waren jetzt auch nicht wirklich gute Versuche dabei, und die Chancen, den zu legen, sind, glaube ich, auch nicht wirklich höher, hier im Habitat, im Schattenhabitat den zu legen. Von daher mache ich einfach mal hier ein paar Versuche weiter und guck mal, was da passiert. Für alle, die bei Feuer auch hier festhängen und die komische Grille haben wollen, morgen gibt's wieder Erdbeeren. Die könnte man sich dann, wenn man mehr Platz im Inventar hat wie ich, schon mal aufheben. Weil am Samstag kann man den hier wieder finden und dann sollte man möglichst viele Erdbeeren gesammelt haben, dass man da dann gleich wieder durchstarten kann und den ordentlich füttern. So, wir können mal gucken. Heute gab es schon ein paar schöne Fläumchen, deshalb konnten wir hier unser Wasserpad schon 2 Mal füttern. Lichtpad sogar 3 Mal gefüttert, ist das für heute. Erde genauso, ist schon auf 70, wir haben sogar alle Kämpfe gewonnen. Und wir sind hier schon dabei. Apropos Pet-Kämpfe, wir gehen erstmal weiter durch. Hier, ja, Licht, Schatten ist eigentlich egal, Gott mal 2 Mal füttern. Und genauso wie Feuer interessiert eigentlich kein Menschen hier, weil sind zu schwach, die Pets. Bei den Kämpfen ist mir was aufgefallen. Da steht jetzt nicht mehr Pet-Abwehr, sondern Pet-Kampf. Aber im Grunde ändert sich da überhaupt nichts, weil selbst wenn wir jetzt einen Abwehrkampf haben, steht da immer noch Pet-Kampf. Also es wäre irgendwie sinnvoll, wenn hier Pet-Kampf stehen würde, wenn wir angreifen und Pet-Abwehr, wenn wir abwehren. Aber naja, ist halt so. Pet-Kampf, nee, Pet-Abwehr heißt jetzt Pet-Kampf, sonst ändert sich nichts. Leider. Schade. Ja, so, die Dinger können wir immer wieder rausnehmen. Und dann war's das auch schon für heute, weil gleich geht's ab hier ein bisschen durch die Einkaufsstraßen schlendern. Sind ja leider nicht so viele schöne warme Temperaturgrade draußen.
Von daher machen wir das Beste draus. Vielleicht morgen, vielleicht auch erst wieder am Sonntag. Bis dann, ciao.